Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Mirror 3, der letzte Teil der Black Mirror-Reihe. Und es geht direkt weiter nach den Geschehnissen vom zweiten Teil. Wir wurden von der Polizei festgenommen, als der Brandstifter hingestellt, als der Mörder von Miss Valley und natürlich der Brandstifter hier von Black Castle. Waren jetzt die ganze Zeit, also irgendwie 3 Wochen oder so, in Gefangenschaft, eingesperrt in der Polizei. Jemand hat aber unsere Kaution bezahlt, wollte anonym bleiben und jetzt sind wir wieder auf freien Fuß, dürfen selber Ermittlungen anstellen und wollen aber erstmal versuchen, dass wir in unsere Akte reinsehen können. Der Anwalt meinte, es wäre ganz hilfreich, wenn wir eine Kopie davon anfertigen könnten. Das ist Chief Inspector Spooner. Der Mann, der mir die letzten 3 Wochen das Leben zur Hölle gemacht hat. Ein wahrer Sonnenschein. Ja, das glaube ich auch. Guck mal, da haben wir schon mal einen Kopierer sogar. Also wenn wir die Akte kriegen, können wir die direkt dort kopieren. Herr Inspektor, hätten Sie mal eine Sekunde? Mach's kurz. So, dann gehen wir mal mit ihm auch schon mal alle Optionen durch. Warum mögen Sie mich nicht? Ich Bulle, du Bösewicht. Kommen Sie. Etwas Freundlichkeit hat noch keinem geschadet. Miss Valley war freundlich. Ich war das nicht. Wie oft denn noch? Meine Ärztin, Dr. Winterbottom, wohnt sie schon lange in Willow Creek? Ist vor 10, 12 Jahren hergezogen. Und aus welchem Grund? Wegen der Morde damals? Frag sie doch selbst. Was hat sie eigentlich hierher verschlagen? Wüsste nicht, was dich das angeht. Was ist mit Ihrem Partner? Scheint schwer beschäftigt zu sein, der Gute. Zack? Das ist nicht mein Partner, sondern mein Constable. Und ja, er hat viel zu tun, also stör ihn nicht. Ja, sieht man, er sitzt dort und macht nichts. Doch, atmen tut er, atmen. Und nachdenken wahrscheinlich auch. Und Sie wissen wirklich nicht, wer meine Kaution gezahlt hat? Die bezahlt man beim Richter, nicht bei mir. Ich habe nur ein Schreiben vom Gericht bekommen, dass ich dich laufen lassen soll. Dieser Kerl in der anderen Zelle ist ein Musterknabe. Was hat er angestellt? Hat kleinen nervigen Amerikanern die Fresse poliert. Soll ich ihn rauslassen? Schon gut. Das Dorf hier, Willow Creek, gibt es hier viele Verbrechen? Oh, erst seitdem du hier aufgetaucht bist. Das heißt, vorher war es ruhiger? Nicht mal ein Ladendiebstahl? Nur das übliche Dorfleben. Schlägereien, Vergewaltigung und betrunkene Autofahrer. Ah, also quasi tote Hose. Könnte ich mal einen Blick in meine Akte werfen? Warum? Hast du etwa vergessen, was du getan hast? Davon abgesehen, dass ich es nicht war. Nein, du kannst keinen Blick reinwerfen. Könnten Sie mir dann eine Kopie davon machen? Natürlich nicht. Das ist eine Polizeiakte. Warum sollte ich noch gleich das Schloss angezündet haben? Wenn man deiner Geschichte Glauben schenkt, dann deshalb, weil du als Kind nach Amerika verschifft worden bist und dort ein erbärmliches Leben hattest, bis du erfahren hast, dass du von Geburt an verarscht wurdest. Dann bist du nach England gekommen, um dich an deiner Familie zu rächen. So ein Blödsinn. Na, endlich gibst du es zu. Alles nur ein Riesenblödsinn. Genau deswegen bist du auch bei Dr. Winterbottom. Und ich werde dafür sorgen, dass sich noch mehr Doktoren um dich kümmern. Und zwar den ganzen Tag bis an dein Lebensende. Ich kann dir sagen, warum du es warst. Weil du total verrückt bist. Durchgeknallt. Du bist besessen davon, ein Gordon zu sein, ein Nachfahre der Mördersippe. Das ist sowas wie eine Rechtfertigung für deine irrationale Lust am Verbrennen und Feuerlegen, du Pyromane. Es war Louis, verdammt nochmal. Na klar, der Gärtner. Dann zeig ihn mir doch. Der ist nämlich spurlos verschwunden, seitdem du aufgetaucht bist. Hast du ihn auch auf dem Gewissen? Raus mit der Sprache! Oh. Naja, also Louis ist verhindert. Der liegt irgendwo in diesem Vorraum von dem Ritualraum gedöns. Der hat eine Falle versehentlich verkehrt ausgelöst, nachdem ich gesagt habe, er soll sich da hinstellen. Haben Sie mittlerweile irgendwas zu meiner Familienzugehörigkeit herausgefunden? Ja.
Ich habe hier die Kopie einer Geburtsurkunde von Darren Michaels, geboren am 27.02.1970 in Boston, Massachusetts. Und was ist mit Adrian Gordon? Der ist immer noch tot, liegt in der Gordon-Gruft, und zwar seit dem 12.03.1973. So steht's auf der Sterbeurkunde, ausgestellt von Dr. Heinz Hermann. Todesursache, Verbrennungen fünften Grades. Fünften Grades? Mit anderen Worten, da ist nur noch Asche übrig. Wie praktisch. Das war's erstmal. Ich behalte dich im Auge. Sieht schon fast aus wie unser Vater, oder? So ein bisschen. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Ja, vielleicht können wir durch ihn an die Akte rankommen. Kann ich das kurz stören? Nein. Praktisch. Aber erst, wenn er anscheinend weg ist. Super. Okay. Dann müssen wir irgendwas anderes finden. Ich würde einfach mal Richtung Pub gehen. Über die Brücke kann ich auch. Hier war ja das Museum. Ach, dort geht's zu Winterbottom. Ah, okay. Straße zum Wald? Ich möchte mir erst meine Akte ansehen, bevor ich das Dorf verlasse. Oh, jetzt will er wirklich seine Akte vorher ansehen. Da muss ich mich hier im Dorf noch umsehen. Damit ich weiß... Hallo Doktor, kann ich Sie kurz was fragen? Na klar, kommen Sie hoch. Damit ich überhaupt weiß, wie ich an die Akte rankomme. Und mal wieder fährt, nach dem Klang zu urteilen, ist es wieder ein Krankenwagen, der vorbeifährt. Frau was Doktor? Ist hier in letzter was Zeit nur los? Was liegt auf dem Herzen, Adrian? Achso, hier unten. Ja. Glauben Sie mir eigentlich? Darren, Adrian, diese Frage hatten wir doch schon so oft. Natürlich glaube ich Ihnen. Und warum stehe ich dann immer noch auf der Abschussliste? Ich bin Arzt, kein Richter. Das Gutachten über Unzurechnungsfähigkeit haben Sie übrigens abgelehnt. Abgelehnt? Und was ist mit den schrecklichen Albträumen? Diese Reaktion ist nur normal, Adrian. Wenn ich mir vorstelle, dass mir plötzlich jemand eröffnet, ich würde von einer blutrünstigen Mördersippe abstammen, hätte ich auch Albträume. Was hat Sie eigentlich in dieses Nest hier verschlagen? Ein Studienkollege von mir, Dr. Heinz Hermann, arbeitete hier früher im Sanatorium. Er war ein Freund der Gordons. Vor 12 Jahren geschahen dann die schrecklichen Morde. Heinz war auch unter den Opfern. Ich kam her, um seiner Familie und den anderen ein wenig seelischen Beistand zu geben. Und nun bin ich immer noch hier, wie das Leben so spielt. Dieser Inspektor hält sich für eine ganz große Nummer. Ja, er gehört zu der Sorte von Leuten, die sich ihr Päckchen selbst zusammenschnüren und sich dann darüber beschweren, dass es zu schwer ist. Was für ein Päckchen? Er hat in London irgendwas angestellt und wurde hierher strafversetzt, was er gar nicht gut verträgt. Was hat er gemacht? Den Falschen eingebuchtet? Du weißt von der Sache? Naja, Mr. Spooner ist eben ein Cowboy, der gern schnell schießt. Soviel ich weiß, hat er in London seine Kompetenzen überschritten. Was dazu führte, dass einige Schuldige für unschuldig erklärt wurden. Oder andersherum. Wie auch immer, so genau bin ich nicht im Bilde. Na toll. Ein schlecht gelaunter Ermittler, der schuldig nicht von unschuldig unterscheiden kann. Besser hätte ich's nicht treffen können. Na, wegen sowas sind wir ja selber auch eingebuchtet. Auch wenn es sehr danach aussieht, als wären wir der Schuldige, aber trotzdem. Man kann uns doch nicht einfach sagen, ja, wir sind derjenige. Die klimmende Fackel in deiner Hand ist Beweis genug. Stellen Sie sich vor, ich wurde auf Kaution freigelassen. Na, das ist doch ein Grund zum Feiern. Ich weiß nicht so recht. Die Kaution wurde anonym bezahlt. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Anonym? Nein. Nein. Wer würde so etwas tun? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, Sie stecken dahinter. Wohnen Sie gerne in Willow Creek? Ja, ich mag das Leben und die Leute hier. Es ist, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Und alle paar Jahre kommt ein Irrer und bringt ein halbes Dutzend Leute um.
Ja, nicht wahr? Gegen die Mordrate in London ist es eine wahre Erholung. Würden Sie mir Brandstiftung zutrauen? Wenn man nach Ihren Albträumen geht, haben Sie zumindest eine gewaltorientierte Fantasie. Die hat Stephen King auch. Ja, soviel ich weiß, wurde er aber noch nie eines Brandanschlags mit 3 Todesopfern verdächtigt. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich? Auf Ihrer Seite, Adrian. Gut. Ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen immer nur die Wahrheit gesagt habe. Es gibt so viele Wahrheiten wie Menschen, Adrian. Und Ihre werden wir noch finden. Ich hatte vorhin ein seltsames Erlebnis. Es war wie einer meiner Albträume, aber dieses Mal war ich wach. In der Polizeistation, als ich gerade meine Sachen abholen wollte. Plötzlich hatte ich unglaublich viel Kraft. Ich habe den Kerl zu mir an die Gitterstäbe gezogen und ihm meinen Bleistift ins Auge gerammt. Pam! Dann war auch schon wieder alles vorbei. Es war sowas von real, beängstigend. Das kann man wohl sagen. Na klasse. Ich bin also verflucht und besessen. Ich habe in den letzten Tagen mit einer Kollegin über dich gesprochen. Sie ist, wie soll ich sagen, sie versteht sich auf alternative Therapien. Was soll das heißen? Drogen? Elektroschocks? Voodoo? Hypnose. Das ist nicht Ihr Ernst. Es wäre zumindest eine Möglichkeit, um mehr herauszufinden. Von mir aus, solange Sie mir nicht den Schädel aufsägen. Mit Hypnose und so weiter finde ich ganz in Ordnung. Weil, wer sich wirklich drauf einlässt, lässt sich auch hypnotisieren. Wenn natürlich vehement dagegen ist, dann kann man nicht hypnotisieren, das geht auch schlecht. Aber dadurch können wirklich viele Sachen, an die man sich bewusst nicht erinnert, aber noch im Unterbewusstsein sind, also verankert sind, können dabei echt ans Tageslicht geholt werden. Das ist richtig, richtig faszinierend. Diese Sitzungen, wie lange soll das eigentlich noch gehen? Was meinen Sie? Naja, ich komme seit 3 Wochen jeden Tag hierher. Habe trotzdem jede Nacht Albträume und das Gutachten sagt, ich bin kerngesund. Wir sollten das mit der Hypnose versuchen. Und was soll das bringen? Wollen Sie an meinen Albträumen teilhaben? Ach, lassen Sie es uns doch morgen einfach mal versuchen. Wenn wir an Ihre Wurzeln kommen, verstehen wir vielleicht, was die Träume uns sagen möchten. Buh! Ah! Das wollen Sie uns sagen. Die Träume, meine ich. Aber gut, Doc, wenn Sie glauben, dass es mir irgendwie weiterhilft. Bis später. Machen Sie es gut. So, ich werde mich jetzt hier erstmal ganz genau umsehen. Das heißt, meine Strategie wird jetzt erstmal sein, hauptsächlich mit den Leuten reden als erstes. Dort alles abklappern, was es so zur Auswahl gibt. Und dann natürlich mich in den Räumlichkeiten umsehen oder in den Umgebungen. Hier haben wir ein Pendel. Ein Newton-Pendel? Die aufprallende Kugel gibt ihren Impuls an die nächste weiter. Die dann wieder an die nächste bis zur letzten und die kann ihren Impuls nicht mehr weitergeben und wird abgestoßen. Ein einfaches Beispiel für kinetische Energie. Allerdings hat es nicht zu mehr als einem Spielzeug gereicht. Ja, leider. Ich finde die richtig cool gemacht. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? Okay, also mit dem Mülleimer können wir später noch was machen. Das auf jeden Fall. Hier ist noch eine Stehlampe, die wir uns angucken können. Meine Adoptivmutter hatte auch mal so eine Lampe. Ich fand es als Kind immer lustig, mich darin zu verstecken. Ja, man hat den Kopf reingesteckt und wirklich gedacht, man wäre versteckt und keiner würde einem auffallen, dass man sich dort drunter befindet. Die berühmte Psychiater-Couch hatte ich bis jetzt immer für einen Scherz gehalten, aber es ist eigentlich ganz angenehm da drauf. So, dann haben wir jetzt noch hier diese grünen Hefte und das Tischchen. Die Zeitung von heute. Da wurden bestimmt wieder ganz unglaubliche Dinge über den Brandstifter rausgefunden. Als Blumenstrauß lässt sich dieses Gestrüpp wohl kaum bezeichnen. Wann immer ich hier bin, ist der Aschenbecher voll. Dr. Winterbottom raucht wie ein Schlot. Vielleicht sollte sie sich mal deswegen in Therapie begeben. Man merkt doch, die hustet die ganze Zeit. Dr. Winterbottoms Feuerzeug. Ach so. Ein ziemlich teures Stück. Vermutlich ein Geschenk. Ich dachte, das wäre sein Feuerzeug, weil er die ganze Zeit damit rumgespielt hat. Dr. Winterbottoms Notizbuch. Ganz bestimmt aufschlussreich. Irgendwann kann sie ihre Memoiren daraus schöpfen.
und die grünen Hefte. Sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. In den grünen Heften notiert Dr. Winterbottom die Träume ihrer Patienten. Aber außer mir habe ich hier sonst noch keinen gesehen. Merkwürdig. Ja, sonst ist ja auch nichts weiter. Vielleicht später mal der Schreibtisch, aber wir können auf jeden Fall mit dem Mülleimer was machen. Ich guck noch mal, ob jetzt sich was Neues ergeben hat. Ich habe keine Fragen. Gut, hat sich nicht. Dann haben wir schon mal bei ihr abgehakt. Hier ist ja nur die Straße zum Wald, aber das will er ja nicht verlassen, bevor er sein Protokoll gesehen hat. Das wird jetzt nicht wirklich aufschlussreich sein. Dort oben ist die Praxis von Dr. Joyce Winterbottom. Es ist da ganz gemütlich. Ja, dachte ich mir schon, aber ich wollte wenigstens den Mauszeiger halt weg haben. Da ist Müll. Der traurige Rest von einem Fahrrad. Können wir bestimmt mitnehmen, oder? Nein, können wir nicht. Schade. Straße zum Hotel. Das will er bestimmt auch nicht machen. Ich möchte mir erst meine Akte ansehen. Genau, bevor er das Dorf verlässt, dachte ich mir schon. Das Heimatmuseum von Willow Creek. Ein wertvoller Hort englischer Kulturgeschichte. Auf dem Schild steht Willow Creek Museum. Murray will damit Touristen anlocken. Okay, weiter können wir das aber nicht angucken. Sonst habe ich jetzt hier nichts übersehen. Nur da die Brücke. Okay, dann gehen wir jetzt ins Museum rein. Hier hängt ein Plakat. Wir bauen für Sie um. Demnächst noch spektakulärer. Erleben Sie das Grauen hautnah. Wiedereröffnung am 1.12. Das ist erst in ein paar Tagen. Okay, da dürfen wir also nicht rein. Gut, dann über die Brücke und wir gucken uns hier um. Die sind so in ihr Gespräch vertieft, dass sie mich gar nicht bemerken. Ist vielleicht auch besser so. Der Inspektor. Das ist doch der Inspektor, oder? Das scheint mir der Inspektor zu sein. Da gehe ich mal in die Polizeistation. Mäh, verdammt. Das verarscht mich, das Spiel. Sieht so aus wie der Inspektor, als würde er wirklich da rausgehen. Und ich dachte, ja, ich habe jetzt die Chance. Den Pub gucke ich mir noch nicht an. Das mache ich danach, wenn ich den Bereich mir angeguckt habe. Die traurigen Überreste eines traurigen Jahrmarkts. Ich glaube nicht, dass es hier etwas Nützliches gibt. Man weiß ja nie. Da haben wir noch einen Tisch. Hier könnte man wohl sitzen und essen. Verkauft wird jetzt nichts mehr. Warum steht er dann noch da? Oh, da ist ein Brett. Das könnte ich mitnehmen. Sonst war ja hier jetzt nichts mehr. Ein dünnes Brett. Nimm es mit. Kann man immer mal gebrauchen. Das ist eine Speisekarte. Die brauchen sie bestimmt nicht mehr. So, hier war ja nur die Telefonzelle, die Frauen, der Pub. Gut. Hier war ich ja schon drinne, da werde ich aber gleich nochmal reingehen. Gehe ich erstmal ins Café rein. Ach, die ist doch auch schon mal draußen lang gelaufen, als wir telefoniert haben. So, dann gucken wir uns erstmal die Couch an. Sieht bequem aus. Im Gegensatz zu den Stühlen. Couch sind meistens bequem. Ein Fenster? Das hier ist der beste Platz im Café mit Blick auf den Dorfplatz. Da kann man dem Moos zwischen den Pflastersteinen beim Welken zusehen. Die sehen recht mickrig aus. Aber immer noch besser als billige Plastikversionen. Das stimmt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn in einem Café irgendwelche komischen Billigblumen drin sind. Also Billigblumen nicht, aber Plastikblumen meine ich. Wenn es welche sind, die wirklich gut gemacht sind, dann fällt das gar nicht auf. Aber es gibt halt so diese Fotos von Partys hier. Klischee-Plastikblumen. Ich wusste gar nicht, dass in Willow Creek überhaupt gefeiert wird. Irgendwie unheimlich. Viele der Leute auf den Fotos wurden ermordet. Ja. Das ist ja nur für die Angestellten. Ich glaube, die Tür führt in den Lagerraum. Zumindest prophezeit mir das dieses Schild. Da darf er bestimmt nicht rein. Die Kaffeekultur hält Einzug. Milde Bohne oder Doppelröstung. Ob Willow Creek dafür schon bereit ist? Ich kann es ja mal versuchen, aber ich bezweifle es. Wüsste nicht, was ich da drin suchen soll. Ja. Irgendwann soll er da bestimmt mal rein, aber nicht jetzt. Der Zucker ist alle.
Oh. Da ist noch eine Getränkekarte. Kaffee in allen Varianten. Von Mokka bis Irish Coffee. Trotzdem ist die Teesortenliste doppelt so lang. Ja, wir sind ja schließlich in England. Da wundert das mich nicht. Schade. Keine Donuts mehr. Oh nein, keine Donuts. Schade. Keine Donuts mehr. Okay, mit der Theke können wir auch noch was anstellen. Gut zu wissen. Ich werde jetzt aber hier einen Schnitt machen. Wir haben im Café schon mal alles angeguckt, werden dann also im nächsten Part mit Denise reden und danach uns noch den Gemüseladen angucken, die Polizeistation und dann noch den Pub. Irgendwas werden wir ja wohl finden. Beziehungsweise ich glaube, die Polizeistation lasse ich mir vielleicht auch bis zum Schluss. Mal gucken. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss, eure Teil.